Kleiner Reminder vorneweg, das Video ist ein bisschen kürzer, als ihr es normalerweise gewohnt seid. Das hat den Hintergrund, dass das Wetter bei mir gerade aktuell bombastisch gut ist und ich auch noch so ein, zwei Sachen zu tun habe, ich aber unbedingt nur wieder Kiesling bringen wollte. Ich habe zwar noch ein, zwei andere Modifikationen aufgenommen aktuell, aber da hatte ich jetzt nicht so Bock, ich wollte wirklich nur wieder Kiesling zeigen. Und ja, dann habe ich aufgenommen, die Mod ist leider nach einer relativ kurzen Zeit abgestürzt, aber das Video war bis dahin interessant und ich wollte einfach nicht das Video für heute komplett ausfallen lassen. Ich hätte einfach keine Zeit gehabt, da was Neues zu machen. Deswegen hoffe ich natürlich, ihr seht es mir ein bisschen nach und ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Freude an dem Video. Ja, jetzt bleibt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Schauen, bleibt gesund und wenn das Wetter gut ist, genießt es. Wenn nicht, schaut gerne meine Videos und jetzt viel Spaß. So, herzlich willkommen zu Emergency 4 und der Kiesling-Modifikation mit dem neuesten Update, was ja schon jetzt mittlerweile bekannt sein sollte. Habe ich auch schon vorgestellt, aber nichtsdestotrotz sollen dazu natürlich weiterhin Videos kommen. Wir haben, was haben wir denn eigentlich? Einen Schock. Wir alarmieren erstmal einen Rettungswagen und schau mal, was jetzt hier in dieser Folge noch so passiert. Ich bin gespannt, was ist das denn? Wer bist du denn? Ah, Pflegedienst. Ein sehr auffälliges Design, auf jeden Fall. Genau. So, da ist doch schon unser Rettungswagen relativ zügig vor Ort. Also Anfahrtszeit passt schon mal. So, dann behandelst du bitte einmal die Person. Du kannst schon mal mit hier vorgehen. Und wir schauen mal. Sollten wir so hinbekommen, oder? Braucht man dazu einen NA? Ich glaube nicht. Ne, geht so. Wunderbar, so muss das sein. Perfekt, läuft ja. So. Na, wobei, geht das hoch? Geht doch gar nicht hoch, ne? Ich probiere mal, ob ich die Person jetzt schon ins Krankenhaus fahren kann. Weil der Balken ist, glaube ich, nicht hochgegangen, komischerweise. Wird umgehend durchgeführt. Ja. Na kommt, Jungs, macht Jank. Was gibt's? Ah, halt, stopp, falsche Taste. So, nee, funktioniert. Wunderbar, so muss das sein. Ich dachte, es geht jetzt nicht, weil der Balken nicht hochgegangen war. Aber das funktioniert schon mal soweit. Perfekt, so muss das sein. Und sowas würde ich ja nicht einsteigen, ne? Pinkner LKW geht gar nicht. So, pass auf, wir spulen vor. Ich will ja auch den einen oder anderen Feuerwehreinsatz hier sehen. Weil Rettungsdienst kann ja jeder. Und ich will definitiv mehr Feuerwehr als Rettungsdienst sehen. Soll das hier gemäht sein? Ist das... Warum ist das so anders farben? Ist das hier vielleicht schon gemäht? Die Map ist auch eigentlich so an sich wirklich unglaublich schön, ne? So richtig schönes kleines Dorf, allerdings auch nicht zu klein, eigentlich schon ziemlich cool. Schnauze fährt. Wo darf man das auf YouTube sagen? Bin ich mir gar nicht so sicher. So, wieder ein RD-Einsatz. Ach, komm schon. Ach, im Freudenhaus. Naja, mein Gott. Ja. Ist auch lustig, dass der Vogel hier in der Luft steht.
So. Dann warten wir mal den Rettungsdienst ab. Jetzt weiß ich auch, warum die ganzen Bauern hier rumstehen, ne? Ist ja die ganz besondere Hütte hier, Mensch. Habe ich noch gar nicht gesehen vorher. Was soll das denn? Und dann auch noch in der Nähe von der Feuerwehr. Na Leute, immer diese Anspielung. Furchtbar. So, dann. Der Hund will mich jetzt bestimmt nicht fressen, der da rumläuft. Ach, was ist denn hier passiert, bitte? Hat's da einer nicht vertragen? Schon witzig hier mit dem. Ja. Mit der besonderen Hütte hier im Wald. Auch so richtig schön getarnt, ne, hier mit von Büschen umgeben. Der Wohnwagen, der obligatorische, steht natürlich mit da. So, wie es sein muss. Oh, guck mal, Brandschutz ist sichergestellt, ne? Hydrant direkt an der Ecke, das Haus darf ja nicht abbrennen. So, dann schauen wir mal, ob denn vielleicht noch ein Feuerwehreinsatz kommt. Wäre natürlich cool. Mich würde auch interessieren, was ich mit dem Technikfahrzeug machen kann. Ob das wirklich nur dafür da ist, vielleicht beschädigte Einsatzfahrzeuge reparieren zu können oder ob das noch irgendeine andere Bewandtnis hat. Da bin ich jetzt gar nicht so im Bilde. Aber das finden wir bestimmt noch raus. Wieso steht eigentlich hier die Leuchte? Oh, Gott sei Dank. Wir schauen, was haben wir denn? Oh, Gebäudewand. Was allerdings ein bisschen fehlt, ist tatsächlich die Sirene. Das wäre vielleicht noch eine Sache, wenn man hier die Feuerwehr alarmiert, dass dann der Sirenenalarm kommt, weil der ist ja auf dem Dorf doch durchaus noch vertreten. Das hätte irgendwie noch was, oder? Bin ich da jetzt. Also mir fehlt das so ein bisschen. In eine der vielleicht irgendwann kommenden neuen Versionen. Wurde das HLF und das CLF ein bisschen aufgepäppelt? Das sieht dann deutlich cooler aus mit LED unter anderem und einer. Ah, ich komme nicht drauf. Sonnenblende, jetzt habe ich's. Das sieht dann doch schon ziemlich männlich aus. So. HLF erstmal hier hin. TLF steht da eigentlich soweit ganz gut. Dann starten wir die Fahrzeugpumpe. Und wir benutzen den Dachmonitor. Ich weiß gar nicht, ist das ein Open House hier? Nein, ist es Gott sei Dank nicht. Hier, der Monitor hält fleißig drauf.
Diese Doppelflaschen, das ist auch so oldschool. Ich kenne kaum Feuerwehren, die das wirklich noch im aktiven Dienst fahren. Ich glaube, ich höre den Ehe, wenn er uns telefoniert, dürfte leer sein. Oh. Was? Oh fuck, war da ein Tank? Oh shit. Das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Okay. Dann habe ich doch ein Problem. Dann kannst du dich mal noch umziehen. Hier von euch bräuchte ich auch mal noch ein AGT. Dann müssen wir da hinten erstmal die Leute rausholen. Wo ist der ELW? Der ist hier, der darf einmal aufbauen. Und ich bräuchte dann einmal LF10, MLF und vielleicht sogar noch ein TLF. So. Jetzt habe ich hier hinten schon mal meine Leute. Die können mir die beiden Verletzten erstmal rausholen. An der Einsatzstelle wird allerdings auch erstmal zwei RTWs benötigt. So. Was schon sehr auffällig sie sein für so einen Tiff hier, ne? Da kommen die beiden RTW. Wir stellen die auch hier direkt mit an die Seite. So. Dann darfst du dir mal bitte noch schnell. Oh, ich wollte eigentlich das Fahrzeug hier einspeisen. Der TLF, das habe ich wohl. Vergessen. So, Tank füllt sich jetzt. So, einer kann mal mit hier hintergehen. Dann bräuchte ich an der Einsatzstelle jetzt langsam aber sicher zumindest mal einen Streifenwagen. So, das dürfte das LF10 sein, aber ich würde jetzt erstmal vom MLF mir eine Wasserversorgung aufbauen. Und dann mir hinten in den Hof noch einen Verteiler mit reinlegen. Dass wir hier hinten die Brandausbreitung auch stoppen können. Wurde aber warm, oder? Ja, es geht. So, schönes kleines Schlingmann, MLF. Das LF10 würde ich jetzt auch erstmal in Bereitschaft lassen. Das TLF ebenso. Das wird jetzt erstmal nicht benötigt, aber besser man hat, als man hätte. Die Pol fährt hier mal hier dazwischen. Und dann leiten wir hier einmal den Verkehr um. Staut sich ja doch ganz schön zurück. Ja gut, hier geht's. Hier fährt nichts großartig. Jungs, ihr müsst hier löschen. Ach so.
So, dann haben wir das Feuer doch auch ziemlich gut unter Kontrolle bekommen. Zügig abgearbeitet. Wir können anfangen, die Leute Richtung Krankenhaus zu transportieren. So. Ah ne, brennt tatsächlich noch. Aber wir können hier vorne schon mal abbauen. Hier ist das Feuer soweit abgearbeitet. So, die beiden können schon mal heimfahren. So, dann dürft ihr schon mal ins Fahrzeug einsteigen. Das ist auch so eine Sache, die wohl geändert werden wird. Es gibt wohl dann diese Möglichkeit des automatischen Aufsitzens. Das ist so ein Feature, auf was ich mich tatsächlich freue, weil mich dieses manuelle Aufsitzen schon ein bisschen nervt teilweise, weil es halt eben unnötig Zeit kostet. Es ist, man muss suchen, hey, zu welchem Fahrzeug gehörst du, wo ist noch Platz auf welchem Fahrzeug? Und so macht es das halt einfach ein bisschen einfacher. Schade, und da ist die Matte abgestürzt. Das habe ich auch noch nicht gehabt. 16 Minuten ist zwar nicht so lang. Vielleicht lade ich das hoch, vielleicht auch nicht. Schade, der Einsatz hat gut funktioniert, ne? Ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Na gut, man kann es nicht ändern. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwo ein bisschen gefallen und wir sehen, hören, wie auch immer. Uns bei einem meiner nächsten Videostreams, was auch immer wieder, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.